Was ist mit dir? Ah, Hicks. Ihr kennt euch gar nicht. Sollte ich? Seid ihr vielleicht Verwandtschaft, die gekommen ist, um mich nach Hause zu bringen? Kommt drauf an, wo ist denn euer Zuhause? Na, eigentlich ist Vincenzos Gasthaus hier auch kein schlechtes Zuhause als jedes andere. Manchmal schlafe ich auch in einer Scheune oder im Heuhaufen, manchmal auch im Wald. Aber jetzt in letzter Zeit mit all diesem Gemord und so erlaubt Vincenzo mir auf seinem Dachboden zu schlafen. Ist ein echt guter Mann, dieser Vincenzo. Ja, aber wenn das hier euer Zuhause ist, warum habt ihr mich dann gefragt, ob ich euch dahin bringen würde? Ich habe mich gefragt, ob ihr vielleicht Verwandtschaft seid, wenn es hier nicht... Mein Heim wäre, mein Mädchen. Ihr denkt wohl, selbst ein Säufer sollte sich an seine Verwandtschaft erinnern, wa, Hicks? Dieser hier nicht. Nun, was wisst ihr über die Mordbedingungen, die hier stattfinden? Ja, ich weiß, dass das für einen armen Säufer wie mich nicht mehr sicher ist, auf der Straße zu knacken. Vincenzo hat mich bei sich aufgenommen, nicht wie er ist. Damit bin ich nicht von der Oma-Hex, damit ich nicht von der Oma-Hex erwischt werde, was? Also, ich selber weiß ja nicht, ob die Oma-Hexe wieder da ist. Ich habe nachts so schwarze Umrisse gesehen, wie lebende Schatten, aber ich bin ja nur der stadtbekannte Säufer. Mir hört ja eh keiner zu. Also, die Wahrheit ist, ich habe ganz schön Schiss, dieser Tage draußen zu pennen. Andererseits bin ich eh meistens hier, also hat sich nicht viel verändert, wa? Privatzimmer? Verschlossene Privatzimmer. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. Au, Falle. Böse Falle. Habe ich einen... Shit. Mein Autosave ist hier, mein Quicksave ist hier. Keine große Herausforderung. Also ja, mit denen allen zu sprechen, bringt nicht viel. Einen herrlichen Tag wünsche ich euch. Kennen wir nämlich alles schon. Ein gutes Geschäft wünsche ich euch. Und wer bitte seid ihr? Jo. Und der da sagt, verpiss dich. Ihr habt Gott kurz Zeit, so mit euch reden. Und mit der haben wir, glaube ich, mit dem Mädchen haben wir auch schon geredet. Jo. Ich warte. Nun gut. Aber mit den Hirten hier hinten, also mit ihm vor allem, haben wir noch nicht geredet. Ihr habt Gott kurz Zeit. Wir sind einfach und anständige Leute, die von den weiter draußen liegenden Höfen geflohen sind. Wir bitten euch nur darum, dass ihr uns in Ruhe lasst. Warum habt ihr all diese Hühner? Das geht euch nichts an, meine Fürstin. Das sind nur Hühner zum Essen, sonst nichts. Was könnt ihr mir über Mord erzählen? Ich kann euch nichts sagen. Wir sind einfach verängstigt und wollen nichts weiter, als wieder nach Hause zu gehen. Lassen Sie in Ruhe. Der ist komisch. Seid mir gegrüßt. Ich heiße euch willkommen. Warum habt ihr all diese Hühner hier? Warum nicht? Wir können die Frau nicht völlig herunterkommen lassen. Wir brauchen schließlich was zu essen. Nicht wahr, meine Fürstin? Stimmt. Was könnt ihr mir über die Morde sagen? Wir sind vor allem vor Tod und Morden geflohen. Ich und mein Erlin, es ist nicht mehr sicher auf dem Farm, aber mehr weiß ich darüber nicht. Okay. Ja gut, Yoshimo sollte definitiv aufpassen. Was immer ihr wünscht. Nun, ihr seht mehr wie Leute aus, in deren Geldbörsen nicht nur zwei. Seht euch nur um und begutachtet die Waren. Ich bin mir sicher, dass ihr... Machen wir jetzt mal einen Quicksave hier drin. Einen wunderschönen Tag, Freund. Wo ist euer Zuhause? Ja, das können wir noch mal fragen. Was wisst ihr über die Ermordungen? Bla bla. Gut. Ich denke, ich kann auch auf einer Nadelspitze tanzen. So, Yoshimo, macht die Tür auf, macht die Tür zu. Guckt nach Fallen. Sie haben die meisten Bauern und... Sie haben die meisten Bauern und Hirten von weiter draußen in die Stadt gebracht. Niemand ist sicher, der auch nur eine Minute allein ist. Und selbst hier ist man nicht sicher. Und Falle. Oh, ich kann es gar nicht glauben, dass mein armes Baby an ein Fass Bier gekommen ist. Als ich zum letzten Mal gesehen habe, war er so bleich, dass ich dachte, er würde sich gleich die Seele aus dem Leib kosten und dann sterben. Er war so betrunken.
Und der Stallbursche. Was hast du hier hinten Schönes? Tagebuch der Oma-Hexe? Verkauft er die etwa? Ja, der verkauft hier Tagebücher der Oma-Hexe. Sehr viele. Wer seid ihr? Wenn ihr kein Pferd unter all der Rüstung versteckt habt, solltet ihr lieber mit Vince und nicht mit mir reden, nicht wahr? Was braucht ihr? Leichtfüßig und so. Hier ist ein bisschen Geld und ein Feuchtstab drin. Irgendwie traue ich dem Braten nicht. Gucken wir, ob hier noch eine Falle ist. Wenn es das ist, was ihr wollt. Und reden mal mit Vincenzo. Hallo, guten Tag. Ich bin Vincenzo und ich biete alle Dienste meiner bescheidenen Wirtshaus an. Es gibt eine Menge Sachen über euer Wirtshaus zu sagen, Vince, aber alles bescheiden würde ich es... Aber als bescheiden würde ich es nicht gerade beschreiben, ne? Ruhe, Junge. Wenn ihr mich weiter Vince nennt, werde ich euch übers Knie legen. Ich heiße Vincenzo. Das ist ein Haufen Unsinn. Ihr hört den Namen von einem sembianischen Händler und plötzlich fangt ihr an, auf vornehm zu machen. Pff. Beachtet den Jungen nicht. Er ist ein unwissender Herumtreiber, den ich aus Mitleid aufgenommen habe. Ein Einfallspinsel, der seinen Platz nicht kennt. Gibt es irgendetwas, das ich für euch tun kann, meine Fürstin? Was wisst ihr über die Morde in der Gegend? Ah, Vincenzo kennt die Wahrheit. Meine Familie hat sehr lange in dieser Gegend gewohnt und die Geschichte von der Hexe Oma sind überliefert worden, das sind sie. Ihr fangt doch nicht etwa mit diesem Quatsch an, oder? Still, Junge, vielleicht sollte ich stattdessen euch der Hexe geben als ein Opfer, hä? Draußen auf der Türschwelle mit einem Strang Knoblauch um euren Hals. Tja, ich dachte mir, dass das Maul stopfen würde. Nun denn, meine Fürstin, ich werde euch alles über die Hexe Oma erzählen. Eine Geschichte, bei der ihr mit den Ohren schlackern werdet, wenn ihr sie hören wollt. Redet weiter, ich habe genug Zeit. Wie ich schon sagte, meine Familie wohnt schon seit langer Zeit in der Gegend. Wir waren bereits hier, als die Hexe vor über 700 Jahren Leiden über dieses Land brachte. Oma war eine böse Frau und niemand sah sie je, außer wenn sie aus ihren Bergen kam, um irgendeine arme Seele zu stehlen. Schäfer, Babys, jeder, der gerade nicht aufpasste, konnte ihr Opfer werden. Sie folterte sie, man konnte nachts ihre Schreie hören. Die Leute versuchten sie zu finden, aber nur die Leichen der Opfer tauchten auf, verstümmelt und tot. Weiß wirklich nicht, warum sie sie nicht einfach getötet haben. Weil sie sie nicht finden konnten, dummer Junge. Habt ihr nicht zugehört? Davon abgesehen war sie eine mächtige Hexe, die für jeden Kampf mit einer Menge Magie gerüstet war. Das ist eine merkwürdige Sache, meine Fürstin. Eines Tages verschwand Oma einfach. Vielleicht wurde sie ermordet, vielleicht aber auch nicht. Aber etwa alle 100 Jahre, sagt man, kehrt sie in die Berge zurück. Haha, da fängt eure Geschichte an, wirklich komisch zu werden. Ich warne euch, Junge, ihr seid hier schneller draußen, als ihr blinzeln könnt, wenn ihr so weitermacht. Wie ich schon sagte, etwa alle 100 Jahre kehrt sie zurück. Leute verschwinden und werden in den Bergen gefoltert. Und nur manchmal findet man eine Leiche. Sobald Oma ihren Blutdruck gestillt hat, kehrt sie zurück, woher sie gekommen ist. Das ist genau wie bei den anderen Malen. Die Menschen vergessen zu leicht. Ich sage euch, es ist die Hexe. Hat niemand versucht, die Hexe zu finden? Nur da gab es mal vor ein paar Jahren eine Gruppe von Magiern, die hierher kam. Sie waren junge Lehrlinge, nahm ich an. Zwei Burschen und ein junges Mädel. Sie waren von ihrem Meister geschickt worden, um die Hexe Oma zu erforschen oder so ähnlich, haben sie sich es ausgedrückt. War wirklich eine nette Gruppe, aber es war offensichtlich, dass sie nichts zu finden erwarteten. Ja, das ist wahr. Die drei Dinge in die Berge und man hat sie nie wieder gesehen. Außer dem Tagebuch des Mädchens, das habe ich selbst in den Wäldern gefunden. Weitere Opfer von Oma, das war so klar wie das Tageslicht. Ihr könnt alles im Tagebuch des Mädchens nachlesen. Kann ich mal einen Blick drauf werfen? Ja, das könnt ihr. Ein Freund von mir, der Schreiber ist, hat vor ein paar Monaten für mich ein oder zwei Abschriften gemacht. Ihr könnt eine haben, wenn ihr wollt. Ein, zwei Abschriften? Ja, ihr habt eher ein ganzes Lagerhaus voll Abschriften von diesem Tagebuch, ihr verrücktes Huhn. Nun ja, und wenn schon? Das ist eine mehr oder weniger gute Geschichte. Wird mich eines Tages stinkreich machen und wo werdet ihr dann sein, mein kleiner Schlammfresser? Ich wette, ihr habt dieses Tagebuch selber geschrieben. Das habe ich nicht getan. Hier, meine Fürstin, verwendet es, wie ihr es für richtig haltet. Aber nehmt euch vor der Hexe in Acht, wenn ihr in die Berge geht. Sie hat ihren Blutdruck noch nicht gestillt, bei weitem nicht. Ja, jetzt habe ich
ein Tagebuch der Oma-Hexe. Ich könnte mich hier bedienen und mir noch 5 weitere nehmen, mindestens. Das Tagebuch scheint von einer jungen Magierin geschrieben worden zu sein, die gemeinsam mit 2 anderen jungen Magier-Lehrlingen in die Oma-Hügel aufbrach, um Beweise der Existenz der legendären Hexe zu finden. Die Geschichte ist nur schwer zu glauben, aber sie schafft es glaubwürdig, den Schrecken zu vermitteln, den die Gruppe empfand, als sie sich verirrte und von einem Wesen während der Nacht gejagt wurde, das die Gruppe aber nie zu Gesicht bekam. Die Handschrift ist eindeutig die einer Frau in Panik. Die letzte Seite lässt sich kaum noch entziffern. Tut mir leid wegen Yoshellos Mutter, es tut mir leid, was mit Marcellus passiert ist. Irgendetwas ist hier draußen bei uns. Wir dachten, es wären Bauern, aber Bauern sind nicht so verschlagen. Yoshellos sagt, es wäre die Hexe, ich kann sie im Schlaf hören. Ich will nicht schlafen, ich will nicht schlafen, ich will nicht. Damit endet das Tagebuch. Gut. Ihr braucht meinen. Yoshimo ist bereit. Oh, hier ist viel Geld drin. Ich warte. Gut. Ja. Wir haben hier mit allen geredet. Wir haben jetzt super viel über die Oma-Hexe erfahren. Keine große Herausforderung. Dass sie vielleicht realer sein könnte, als man denkt. Oder was meine Vermutung von dem Mädchen nahelegt, das sind mal wieder Werwölfe. Lykantropie ist ja leider eine Krankheit in den vergessenen Reichen, die man nicht unterschätzen sollte. Ihr seht aus, als wärt ihr ganz in Ordnung. Ja. Hallo, ich kenne euch nicht. Ihr müsst neu in letzter Zeit wurden mehrere getötet. Das kennen wir. Oder verschwanden. Da klicke ich mich mal schnell durch. Ich werde den Versuch wagen. Hat sie mein Tagebuch aktualisiert? Langeweile im Nestal kennen wir. Kogan und das Buch von Kasa. Kankaks Körper wiederherstellen. Game Bay Solora. Das kennen wir als Blut als Nachhammer. Freundin von Quail. Da genau. Todesfälle in den Umar-Hügeln. Habe ich jetzt noch nichts Neues. Oder? Ich habe mich mit... Na doch, das ist neu. Todesfälle in den Oma-Hügeln. Todesfälle in den Oma-Hügeln. Das ist alles Todesfälle in den Oma-Hügeln. Okay, gehen wir nochmal alles durch. Wo ist denn der ursprüngliche? Kaedon kehrt zu seiner Frau, Jan im Gefängnis. Festung, Gräse von Montaran. Nee, das ist dann doch alles hier. Und ja, ich gehe noch schnell die Sachen durch, weil da müssen wir eher einen Cut machen durch den... meine Idiotie. Als ich Immenstein in den Umhügeln erreichte, wurde ich Zeuge einer Ansammlung von in Panik geratenem Pöbel, zu dem der Bürgermeister sprach. Anscheinend geschahen dort Morde, deren Ursache niemand kannte. Man hatte bereits vor einiger Zeit einen Trupp Abenteurer ausgeschickt, der jedoch nicht zurückkehrte. Der Bürgermeister versuchte sein Bestes, die Leute zu beruhigen und sie zur Heimkehr in ihre Häuser zu bewegen, ehe er sein eigenes nordöstlich vom Dorfplatz aufsuchte. Dalam wurde geschickt um Hilfe für, ja, das kennen wir bereits, das war die alte Sache. Minister Lloyd hat mir mehrere mögliche Ursachen für die Morde genannt. Er vermutet, dass eine Gruppe von Kreaturen, die von dem Ogre Madulf angeführt werden und die sich erst kürzlich in der Gegend angesiedelt haben, verantwortlich sind. Außerdem gibt es in den Hügeln seit mehreren Jahren ein Wolfsrudel, das allerdings normalerweise friedlich ist. Er hat auch eine Legende von der Hexe Uma erzählt, die einst über dieses Gebiet geherrscht hat. Die Morde erinnern offenbar stark an die Gräueltaten, die während ihrer Herrschaft geschehen sind. Außerdem hat er eine andere Gruppe von Abenteurern erwähnt, die von der Ritterin Messi Fentan angeführt worden sind. Er hat sie vor einiger Zeit aus dem gleichen Grund wie uns angeheuert, aber sie sind nicht zurückgekehrt. Ich habe mich mit Minister Lloyd in Immenstown unterhalten und mich bereit erklärt, nach der Ursache für die Morde und das Verschwinden von Leuten zu suchen. Er hat mir vorgeschlagen, nach seinem ersten Opfer, der Waldläuferin Mella, zu suchen, und die Röte ist direkt westlich vom Dorf.
Und sie hat südwestlich des Dorfes in der Wildnis patrouilliert. Ich könnte mich auch gleich Madolf widmen, einem Oger, der sich nördlich von Immenstal in der Nähe des Flusses aufhält. Der Minister ist ohnehin der Ansicht, dass der Oger für die ganzen Schwierigkeiten verantwortlich ist. Gut, dann verlassen wir das Haus mal wieder. Wir haben noch nicht gerastet, das mache ich, nachdem ich hier den Norden abgeklappert habe. Jetzt speichere ich erstmal. Richtig. LP15 wäre das dann. LP015. Und da gibt es einen kleinen Cut. Und dann sehen wir uns gleich wieder.